Servus ihr Lieben, willkommen zu einem Follow-up-Video von den langen Steinen aus Oberstoppel mit dem Ramon Züricher. Ramon, wir sind gerade aktuell hier im alten Brauhaus in Hofgeismar. Warum sind wir hier? Ja, es ist ja so, dass Erich von Däniken und ich auf Vortragstournee sind wieder. Mhm. Das Konzept ist so, dass ich immer als Vorredner von Erich so 20, 25 Minuten rede. Das Warm-up. Das, ja, sozusagen, genau. Und dort ist eben auch die Langensteine, rede ich auch kurz drüber. Mhm. Und ja, eben sind ja gigantische Steine. Und ja, so sind wir jetzt hier auf Vortragstournee unterwegs. Für die, die es jetzt nicht wissen, über was wir kurz sprechen. Wir haben im Sommer diesen Jahres, haben der Ramon und ich haben in Oberstoppel die Langensteine vermessen, um erstmals auch eigentlich das Gewicht oder da eine Übersicht zu bekommen über das Gewicht von diesen Steinen. Und ganz am Ende des Videos, ich verlinke euch das auch nochmal hier drin, da rennt der Ramon wie von der Tarantel gestochen eben um diesen einen riesigen Block rum. Das macht er nicht, weil er irgendwie auf Drogen ist oder sonst irgendwas, sondern es hat einen bestimmten Hintergrund, warum er das gemacht hat. Ramon, warum haben wir oder was haben wir damals damit gemacht mit diesen Targets? Willst du das vielleicht ganz kurz erklären? Gerne, ja. Also es ist ja so, dass wir für unsere Plattform ramar.space machen wir ja fotogrammetrische Scans von gewissen eben Strukturen und Megalithen, um die eben auch 3D digital aufzuarbeiten, so dass sich das die Leute von zu Hause aus die Sachen anschauen können, reinzoomen können. Auch für Leute, die eben vielleicht nie an solche Orte hinkommen werden, dass sie sich das auch von zu Hause aus anschauen können. Und dafür brauchen wir halt eben diese Targets, diese Zielpunktkarten, damit der Computer dann überhaupt zusammenrechnen kann, welches Bild wohin gehört. Und durch diese Targets mit den hochauflösenden Fotos, da kriegen wir dann eine akkurate Wiedergabe dieses Steins. Die Diskrepanz ist so 3 bis 5 mm, also bei diesen Ausmaßen wirklich höchst. Genau. Das haben wir da gemacht, wir haben das vermessen. Du hast auch die Bilder bei dir im Vortrag, du zeigst auch diese 3D-Modelle in deinem Vortrag. Ihr könnt die auch bei ramar.space euch direkt angucken, könnt ihr reinzoomen, könnt ihr alles Mögliche mitmachen, die sind wirklich sehr hochauflösend. Und das haben wir eben mit diesen Targets gemacht. Ja, also wir haben dann da noch, weiß nicht, wie lange das noch gedauert hat, eine halbe, dreiviertel Stunde oder was, immer im Kreis und haben dann nochmal aus mehreren Winkeln dann eben diesen Stein eingescannt, so dass man eben jetzt das gut präsentieren kann und dass eben da auch die Leute mal genau reinzoomen können und die da nicht hinkommen, wie Ramon schon gesagt hat, dass man das einfach den Leuten dann etwas näher bringt. Genau, und wichtiger bei dem Ganzen ist natürlich auch immer, Steine und Gewichte zu schätzen, ist immer so schwierig, weil man übertreibt gerne auch mal. Ja, das stimmt. Und deshalb mit dieser Fotogrammetrie, da können wir dann nachher das Volumen haargenau berechnen. Und jetzt bei diesem einen langen Stein, es sind ja insgesamt 3 Stück, aber bei dem wir eingescannt haben, da haben wir ein Volumen von 25,5 Kubikmeter. Das lokale Gestein dort, das ist Buntsandstein, das hat ein spezifisches Gewicht von 2,5 Tonnen pro Kubikmeter. Somit sind wir bei dem sichtbaren Teil dieses langen Steines sind wir auf ein sichtbares Gewicht von 64 Tonnen gekommen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese wirklich auch rechtwinklig im Boden drin sind, also wenn wir dasselbe nochmals dazu rechnen, was wir nicht sehen können, dann landen wir auf einem Gewicht von 128 Tonnen. Und dies eben, wie die Leute ja sehen können im Video, in total unwegsamem Gelände. Genau. Wir können uns ja auch nicht vorstellen, dass die direkt daneben dran gebrochen wurde, weil der Stein ja dort so bröselig ist und die Steine wirklich eine klare, homogene Struktur haben. Genau, richtig. Auf deinen Vorträgen, wenn du das präsentierst, hast du da jetzt vielleicht schon irgendwelche Reaktionen darauf erhalten? Also ich weiß, du machst nicht nur darüber, aber gab es denn jetzt mal in letzter Zeit Reaktionen auf diese langen Steine bei dir, wenn du in ganz Deutschland unterwegs bist und da Vorträge hältst? Ja, also eben, ich weise ja eben an meinen Vorträgen darauf hin, dass man eben nicht in die weite Welt reisen muss, um eine vergessene Vergangenheit zu finden.
Und wenn ich dann rede und ins Publikum schaue, sind die Leute schon echt beeindruckt. Und gerade gestern Abend kam einer zu uns und sagte, wegen dem Video und so, was wir da auch mit Hangar 18B gemacht haben und deinem Channel, dass er extra deshalb dahin gefahren ist, weil er sich einfach mal mit eigenen Augen anschauen wollte. Ja. Und das ist natürlich schön, das ist genau ja unser Ziel, dass sich die Leute auch mehr und mehr für solche Sachen hier vor der Haustüre interessieren. Genau. Wir bleiben da dran, Ramon. Okay. Vielleicht jetzt nicht mehr dieses Jahr, aber vielleicht dann perspektivisch für nächstes Jahr. Wir hatten ja im anderen Video schon mal gesagt, dass man eventuell so als Brainstorming da irgendwie nochmal guckt, inwieweit können wir Untersuchungen anstellen, um herauszufinden, wie tief liegt er denn eigentlich noch im Erdreich. Vielleicht kann man das jetzt, vielleicht ergibt sich da in den nächsten Monaten noch irgendetwas. Also ich versuche da auch irgendwie Möglichkeiten zu eruieren. Wenn es zu solchen Untersuchungen kommt, würden wir mit Sicherheit auch nochmal ein kleines Follow-up davon machen, von dem Follow-up, um da einfach die Leute vielleicht auch einfach so ein bisschen kontinuierlich an der Leine zu halten und euch zu zeigen, okay, was tun wir jetzt gerade, und wir forschen ja auch aktiv, gerade bei dir weiß ich, auch in der Schweiz bist du ja sehr aktiv mit dem Georadar unterwegs und so weiter und so fort und hast da ein gutes Netzwerk und ja. Also eben, wie gesagt, Georadar ist sicher eine sehr interessante Sache. Das Problem beim Georadar ist, dass du nicht diagonal messen kannst. Weil man muss sich vorstellen, das ist wie ein Lichtstrahl, der geht dann runter und wenn er irgendwo aufstößt, dann wird er so wieder abgeleitet, im selben Winkel. Aber ich habe da schon eine Idee, wie wir das eruieren könnten, wie tief der eigentlich noch im Boden drin liegt. Ja. Das ist non-invasiv eigentlich, also wir nehmen einfach einen ganz dünnen Stahlstab und dann können wir mit dem ganz vorsichtig sondieren und gucken, wie weit geht es rein, bis er auf dem Stein anstößt. Und so könnten wir dann beim nächsten Mal eben eruieren, ob der wirklich noch so tief in den Boden reingeht, wie es den Anschein macht. Ja, ja. Dann, Ramon, ich bedanke mich erstmal vielmals. Ich finde das sensationell, ich war gestern ja selbst auch vor Ort, ich finde es sensationell, dass du das mit in die Welt trägst, dass du da so das unterstützt und kann das nur empfehlen. Checkt gerne mal die sagenhaftezeiten.com aus, die verlinke ich euch auch gerne nochmal. Besucht gerne mal so einen Vortrag von Ramon und von Erwich, das ist wirklich sensationell, das ist wirklich spannend und informativ. Man lernt da staunen wieder, so wie Erwich von Dehlingen immer mal wieder sagt. Und ich bedanke mich erstmal ganz vielmals für deine Zeit jetzt, die du hier noch genommen hast. Ihr seid heute schon wieder auf dem Sprung. Es geht heute wohin? Heute geht es nach Betzdorf. Nach Betzdorf? Genau, in der Nähe von Frankfurt da. Ja, und heute nochmal ein Vortrag und da geht es noch weiter bis zum 22. November. Und dann wird es dann auch für uns langsam ruhiger. Und ich habe mich auch bei dir zu bedanken. Ohne dich würden wir an solche Orten eben gar nicht hinkommen oder gar nichts davon wissen. Aber eben, das ist ja das Schöne, dass wir viele verschiedene auch Menschen sind, die am selben Strang ziehen und uns gegenseitig unterstützen und uns Sachen auch zeigen und so. Also eben, das ist viel zu viel für einen alleine. Das stimmt, ja. Und umso schöner ist es halt, wenn man Gleichgesinnte hat, wo man solche Expeditionen und auch Forschung machen kann. Gemeinsam forscht. Ja, frei nach dem Motto, nur gemeinsam sind wir stark. So ist es.